Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der I'd be glad zweiten to try this Staffel. configuration. Still nothing. Confounded device. Neben dem Gerät zu stehen, fühlt sich an, wie von einer Sturmböe fortgeweht zu werden. Die Steinstufen summen vor lauter Energie. Ja, und Altem sagt, probieren wir es mit dieser Konfiguration. Immer noch nichts. Verhexte Maschine. Also ja, wir befinden uns auf dem Dach des Turmes bei der Photonenkanone. Yes. Dann sprechen wir mal mit Altem. Amain buckt sich über den seltsamen Mechanismus, seine Wirbelsäule ein scharfer Grat, der aus seinem krummen Rücken hervorsteht. Er ist notdürftig mit löchrigen Lumpen bekleidet, die durchscheinende Haut ist grün gefleckt. Ein feuriger Gestank geht vor ihm aus. Er ist so auf seine Arbeit konzentriert, dass er dich erst bemerkt, dass dein Schatten auf ihn fällt. Als er sich zu dir umdreht und dich sieht, knurrt er und huscht hinter den Adrasockel. Nur seine gefletschten Zähne scheinen der Fäulnis entgangen zu sein. Seine Augen sind gelb und blutunterlaufen, doch sie tragen ein intelligentes Leuchten in sich. Er wendet den Blick ab und hält seine Hand vor das Gesicht. Shouldn't be here. What do you want? Du solltest nicht hier sein. Was willst du? Wer und was bist du? 15 years at Brackenbury. 7 tours to the ruins beyond Solace Vale. I'm an animancer. Still an animancer. Er schließt die Augen und hält sich die Schläfe. 15 Jahre in Farnheim, 7 Expeditionen zu den Ruinen jenseits des Trosttals. Seine Augen öffnen sich blitzartig wieder. Ich bin ein Beseeler, immer noch ein Beseeler. Sein Blick fällt mit plötzlicher Klarheit auf die Adrasäule. Er wendet sich wieder den Kupferrädern zu. Sag mir, was hier geschehen ist. Er zischt, das versuche ich herauszufinden. Er schlägt mit der Faust gegen die Adrasäule, seine Hand macht ein knackendes Geräusch, blutet jedoch nicht. Vergib mich! Vergib mich! Er bedeckt sein Gesicht mit der anderen Hand. Vergib mir. Research. We came to do research on the tower. Some commission from God, it hardly matters now. Forschung, er bald konzentriert die Fäuste. Wir sind hier, um Forschung zu betreiben. Den Turm erforschen, ein Auftrag von Göttern, es ist nicht mehr wichtig. Also ob Silbenkreuzen sich angewidert. Hätte ich ein Kupfersgeld für jeden törichten Beseeler, dessen Durst nach Wissen seiner Katastrophe führte? Nun, dann wäre ich gewiss nie in Goldtal gelandet. Sprich weiter, Altem, bleiben wir in der Gegenwart. Wann begann die Katastrophe? Das hat nichts mit dem Tod in den Straßen zu tun. Konzentriere dich. Was auch geschehen ist, ich will von dir nur die Tatsachen hören, bitte. Sprich weiter. Something happened on our 11th night. Lights in the sky and a static charge in the air. But we were so careful. We were staying in the chambers below. Trindig, my assistant, said he saw a robed figure lurking around the tower. Wore a mask. Carried knives at his sides. A trick of shadows, I told him. The next morning, we felt strange. Like we hadn't eaten in weeks. So dazed that we didn't at first notice the blood around our beds. The strange wounds that had appeared overnight. In unserer 11. Nacht geschah etwas. Lichter am Himmel und eine elektrostatische Aufladung in der Luft. Aber wir waren so vorsichtig. Wir waren in den Kammern unten. Trindrik, mein Assistent, sagte, er habe eine Gestalt in Roben um den Turm schleichen sehen. Sie trug eine Maske und Messer in den Händen. Das waren nur Schatten, sagte ich ihm. Am nächsten Morgen fühlten wir uns etwas seltsam. Als hätten wir seit Wochen nicht gegessen. So benommen, dass wir das Blut um unsere Betten herum zunächst nicht bemerkten. Die seltsamen Wunden, die über Nacht erschienen waren. Ja, sie wurden in der Nacht getötet. And the machine. This cursed spire. Dormant for 2000 years, lifeless through hundreds of our experiments, and we wake that morning to find it spinning on its own. On its own. How can we stop what we couldn't start? Und die Maschine, dieser verfluchte Turm. 2000 Jahre lang schläft sie leblos während hunderte unserer Experimente. Und wir erwachen an jenem Morgen und sie dreht sich von alleine.
Von allein. Wie können wir aufhalten, was wir nicht in Gang setzen konnten? So aufregend die Vorstellung einer lebendigen Maschine auch sein mag. Nachdem sowohl von einer Maschine als auch von einer maskierten Gestalt gesprochen wird, gibt es wohl eine andere Erklärung. Years I've been doing this. Years. I know how these things work, but I don't know how this happened. Nowhere to go. That's the problem. Their souls are trapped here like flies in a jar, clinging to rotting meat. Er wendet sich dir zu, belebt von einer plötzlichen Leidenschaft. Jahrelang tue ich das schon. Jahre. Ich weiß, wie diese Dinger funktionieren. Aber ich weiß nicht, er blickt auf den verlassenen Turm, verlassenen Bezirk unter dem Turm, wie das passiert ist. Er zeigt auf die Straße. Man kann nirgendwo hin. Das ist das Problem. Ihre Seelen sind hier gefangen wie Fliegen in einem Glas. Sie klammern sich an fauliges Fleisch. Ganz langsam, was hat die Maschine mit Seelen zu tun? No time to slow down. But I can explain. Hold a magnet over iron splinters and they stick. Yes. Rub your hand over weir wool and the hair of your head will follow it. So it is with this machine. Keine Zeit langsam zu machen, aber Frust macht sich in seinem Gesicht breit. Ich kann es erklären. Halte einen Magnet über Eisensplitter und sie bleiben hängen. Ja? Reibe die Hand über Wirrwolle und die Haare auf deinem Kopf folgen. So ist es mit dieser Maschine. Er blickt dich an und lässt seine Zunge über die Ränder seiner gesunden, starken Zähne fahren. Er blickt schnell wieder weg. It has the power to manipulate souls, but why? For what? And how many others lie buried in the ruins of Erglanfath? No. Focus on this one. It's imprisoned our souls in our bodies. Cut the root between essence and flesh. Left a dwindling soul stuck in a shriveling husk. Sie hat die Kraft, Seelen zu manipulieren, aber warum, wozu und wie viele andere liegen begraben in den Ruinen von Erglanfath? Er reibt sie mit den Fäusten die Augen. Nein, konzentrier dich auf diese hier. Sie hat unsere Seelen in unseren Körpern gefangen. Die Wurzeln zwischen Essenz und Fleisch durchtrennt. Eine taumelnde Seele in einer schrumpeligen Hülle zurückgelassen. Ja. An dem Abend, als das passierte, war ein Fremder in der Stadt? I didn't see him. My assistant, he saw him. We laughed. Said he was spooked by the cemetery. Perhaps it was already too late. I don't know what he did. But by morning, the machine was on and we were slain. People were already on the streets, complaining of neighbors and family members acting strangely. Ich habe ihn nicht gesehen, mein Assistent. Er zögert. Seine Lippen bewegen sich lautlos, als könnte er sich an seinen Namen nicht erinnern oder ihn nicht aussprechen. Er hat ihn gesehen. Wir haben gelacht, gesagt, er hätte Angst vor dem Friedhof. Vielleicht war es schon zu spät. Vielleicht war er schon zu spät. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber morgen war die Maschine eingeschaltet und wir wurden getötet. Die Leute waren bereits auf den Straßen und beschwerten sich, dass Nachbarn und Familienmitglieder sich seltsam verhielten. Du bist nicht wie die Ghouls auf der Straße. Not yet. But I will be. My body is dead. My soul, imprisoned in this corpse, only makes it seem otherwise. And as the body decays, so does the mind. Until nothing is left but the hunger. The only way to forestall the process is through a regular infusion of essence. Noch nicht. Living flesh is the only ready supply. Entschuldigung. Noch nicht. Etwas rasselt in Adels Kehle und er verzieht das Gesicht. Aber das werde ich sein. Mein Körper ist tot, meine Seele gefangen in dieser Leiche. Lässt es nur anders erscheinen. Und wenn der Körper zerfällt, tut es auch der Geist, bis nichts mehr übrig ist als der Hunger. Er röchelt und wirkt und mustert dich auf eigenartige Weise. Der Fortschritt lässt sich nur durch regelmäßige Aufnahme von Essenz verlangsamen. Lebendes Fleisch ist die einzige verfügbare Quelle. I'm not proud of any of it. Hunting men and women in the early days of the affliction. Picking off soldiers that came to investigate. But I'd do it again. I'll do it as long as I must to end this disaster. Eine zitternde Hand kratzt an seiner nackten, von der Fäulnis zerfressenen Brust. Ich bin nicht stolz darauf, in den frühen Tagen der Krankheit Männer und Frauen gejagt zu haben, Soldaten getötet zu haben, die Ermittlungen anstellen wollten.
Aber ich würde es wieder tun. Ich werde es so lange tun, wie es nötig ist, um diesem Desaster ein Ende zu setzen. You could help. Help me end this. Help me find sustenance. Seine Augen funkeln und er leckt sich die Lippen mit einer rissigen und schrubbeligen Zunge. Du könntest helfen. Hilf mir, das zu beenden. Hilf mir, Nahrung zu finden. Was ist mit deinem Kollegen geschehen? By the time I realized what had happened, the district had already been sealed. So we fed when we needed and locked ourselves in the tower to work. And then there came a time when the hunger struck. Als ich erkannt... Entschuldigung. Und als ich erkannte, was geschehen war, war der Bezirk bereits abgeriegelt. Also aßen wir, wenn es nötig war, und schlossen uns im Turm ein, um zu arbeiten. Und dann kam der Hunger und es war kaum jemand übrig. Wie kann ich helfen? Not your help I need. It's Herodin, shrew, squanders her research on frivolities, then refuses to make herself useful. Runes. The runes are the last part of the puzzle. Acantha knows them. She gives them to you, and you can turn the machine off. Release our souls. Nicht deine Hilfe brauche ich, sondern Aldum knurrt wütend. Haridan Megere. Er schaudert und runzelt die Stirn, vergeudet ihre Zeit mit Frivolitäten und weigert sich, das sich nützlich zu machen. Runen. Die Runen sind das Letzte deines Rätsels. Ikanta kennt sie. Sie gibt sie dir und du kannst die Maschine ausschalten. Unsere Seelen befreien. Moment, Runen. Die invitanischen Runen. Sie kann sie lesen. Er spricht so unbeeindruckt von dieser Leistung. Sprechen wir stattdessen mit dieser Megere, Talisa. Ich würde sie gerne einmal befragen. Sie war an dem Abend, an dem sich die Maschine einschaltete, nicht hier. Sie wäre bei einem Gönner irgendwo in der Nähe. Zu gut, um sich mit uns Ignoranten abzugeben. Ich werde die Worte von Ikanta beschaffen. Yes. Ikanta. She was here. In the district. Probably here still. Always prepared. Clever lady, that one. And perhaps... Bring me something. Something to keep me sharp. Then I show you a secret about the machine. Something to make you strong. Ich, ja, Ikanta, sie war im Bezirk. Ist es vermutlich immer noch. Immer vorbereitet, kluge Frau. Sein Körper zuckt und zittert. Und vielleicht bringst du mir etwas. Etwas, um mich wach zu halten. Dann zeige ich dir ein Geheimnis bei der Maschine. Etwas, das sie stark macht. Würde Doritz akzeptieren? Ich glaube, Doritz haut dich gleich, Idee. Also ja. Ich habe auf dem Turm eine uralte Maschine gefunden und genau wie der Akolyt es mir gezeigt hat, befindet sich hier oben noch jemand. Vielleicht kann er mir sagen, was geschehen ist. Ich muss mit Ikanta in Erbhügel sprechen. Sie weiß anscheinend was Wichtiges über den Kurm. Es könnte mir helfen, die Ziele des blauen Schlüssels zu verstehen. Das würde erklären, warum der Akolyt so besorgt um diese Frau war. Atem, der verfaulende Beseeler auf dem Turm, hat mir versprochen, mir einen Weg zu zeigen, wie ich stärker werden kann, wenn ich von Ikanta die Worte in Erfahrung bringe, die man braucht, um den Turm zu steuern und etwas, was ihn stärkt. Nee, lass mal gut sein. Eine Wendetreppe führt durch die Mitte des Turms nach oben, über die jedes Stockwerk erreicht werden kann. Ins Erdgeschoss gehen. Damit wir nicht wieder durch den ganzen Turm müssen. So, wir wollten ja auch noch bei der Wache am Tor nachfragen, ob es das Mädchen rausgeschafft hat. Die einzige Überlebende.
Und dann zu Ikantas Haus. Ah ja, sie ist hier. Da, das ist die nette Frau, die mir geholfen hat. Und den eisernen Arm sei Dank dafür. Wir kümmern uns in der Burg um dich. Good day to you. Wie ich sehe, hat der Gestank dich noch nicht verjagt.